So, herzlich willkommen zurück zu Hanuta, was auch ever. Level 7. Ja, perfekt, das brauchen wir. Einmal laden, da waren wir. Nochmal Informationen für die, die es nicht mitbekommen haben, bei dem Speedrun. Ich habe einen Speedrun aufgenommen und habe damit diesen Speicherpunkt hier überschrieben. Das hatte folgenden Grund. Wir haben ja die ersten 6 Level, haben wir ja aus Versehen mit dem Schwierigkeitslevel für normal gemacht, also Devia hat ein Plantly. Normalerweise spiele ich aber immer auf Ultraviolence. Und bei dem Speedrun hatte ich auch diese ersten 6 Levels gemacht. Und da allerdings, also war ja kein richtiger Speedrun, sondern war ja nur ein Schnelldurchlauf, also dieser Speedrun im klassischen Sinne. Und deswegen habe ich praktisch, weil wir da auch auf Ultraviolence waren, wie es eigentlich sein sollte, habe ich mit dem Speicherpunkt, nachdem ich die 6 Levels fertig hatte, unseren Speicherpunkt von dem Let's Play jetzt hier überschrieben, der wir praktisch gleich weit waren, nur halt jetzt auf Ultraviolence. Natürlich haben wir jetzt etwas andere Munitionswerte, wir haben glaube ich weniger Munition als davor, weil ich beim Schnelldurchlauf ganz schön verschwenderisch war. Das soll aber soweit eigentlich kein Problem sein. Ja, von daher nur so als Information am Rande. Dann legen wir mal los. Erstmal hier meine Mitschreiter befreien. Dankeschön. So, den sieht man hier. Wow. Stockerparty. Wow. Mach schon mal die ganzen Dinger hier auf. So, am meisten Munition haben wir von den Dingern hier. Oh, komm ja schon. Hilfe! Ah. Oh Gott! Aber jetzt gleich mal speichern hier. Wir haben zwar noch nichts wirklich groß gemacht. Aber... Wow! Fuck! Munition liegt hier echt beschissen. Ich muss schon aufpassen, dass ich beim Rennen nicht aus Versehen die Hälfte aufnehme. Wow, so wie das hier zum Beispiel. Alter. Geht er hier ganz schön in die Performance. Aber wobei geht. Kurz 12 pro Sekunde. Was machen wir jetzt? Fuck, daneben. Das war gut. So. Das war nicht sehr glücklich. Geglückt? Was? Wow. Bitte nicht schießen, ich hab auch noch Kinder. Hallo? Wow! Fuck! Da bin ich gerade an der Wand hängen geblieben. Brauche ich noch nicht. Ey, wir haben fast alle besiegt, oder? 2 Spinnen fehlen noch. Laut der Anzeige oben links. Ich hab noch eine. Yeah, Digga, wir haben alle besiegt. Das ging ja schnell. So, dann haben wir mal hier die... Überall liegt, hätten wir gar nicht gebraucht. Was sind das für überall für Schalter? Sind überall haufenweise Schalter. Was? Was? Was haben wir denn ausgelöst?
Hier war auch irgendwo ein Schalter. Bei irgendeinem von den Aufhängen war auch ein Schalter. Oh! Oh! LOL! Das ist natürlich geil. Als nebenbei Information, dieses Secret gibt es auch bei der Vanilla Map. Allerdings kommt man da an das Secret nicht ran. Weil das ist dort nicht für den fürs Deathmatch vorbehalten. Heißt also, normalerweise kommt man an das Secret. Ich sehe jetzt noch einen Schalter. Kann man aber nicht drücken. Okay. Normalerweise kommt man an das Secret nur im Deathmatch ran und nicht beim normalen Spiel. Und hier kommt man auch beim normalen Spiel ran. Finde ich gerade ein bisschen nice. Munition. Oh, noch eine Waffe. Ah, danke schön. So, sieht so aus, als hätten wir jetzt soweit alle Munitionen, also alles an Munition. Oh, mehr gibt's ja soweit nicht, ne? Da war auch echt geil aus mit dem rosa, mit dem roten Ding hier in der Mitte, was so hochgefahren ist. Leider konnten wir uns das nicht in Ruhe angucken, weil wir hier von Gegnern belagert wurden. Was brauche ich hier noch? Achso, Raketen. Ja, bei Raketen werden wir wahrscheinlich nicht mehr finden. Aber gut, ich meine, wir haben 96, das sollte erstmal reichen. Mehr werden wir hier wahrscheinlich auch nicht finden. Wobei, ich gehe mal nochmal auf Suche, ob hier noch mehr Schalter sind. Alter, ich liebe diese doppelten Böden. Ich liebe es einfach so geil. Was? Ich liebe es so einfach geil. So. Gott. Sprache. Achso, war so bloß der eine Schalter hier. Na gut. Dann betrachte ich mal das Level als erledigt. War mal wieder ein relativ großes Level. What? Was zum Fick? Das muss ich jetzt nochmal erleben. Also Leute, bitte was? Achso, okay, man springt hier einfach rein. Ist das geil oder was? Vor allem, wenn hier runter geht. Ah, geil. Oh, jetzt bin ich... Achso, ja, weil ich in der Animation meine Kamera bewegt habe. Okay, interessant. Also in der Animation ich meine Kamera bewegen? Sieht das einfach geil aus oder was? Ich meine, gut, der Tunnel wirkt jetzt extrem eckig, aber trotzdem. Wie geil ist das bitte? Vor allem, dass schon das nächste Level eingeblendet wird. Ah ja, das Level hier liebe ich. Also das wird wahrscheinlich ein etwas längeres Level, zumindest bei Vanilla Doom. Werden wir ja sehen, ne? Gut, von daher war es das erstmal. Schau mit V.